Ja, die Startnummer 11, der letzte deutsche Weltmeister. Im Team geblieben, Sandro. Über 200 Rennen hast du auf der Uhr. Bist trotzdem noch ein junger Mann. Neues Motorrad, Sutter, neuer Teamkollege Marcel Schrötter. Die ersten Tests sind gelaufen. Du hattest eine OP im Winter, deshalb die erste Frage und wichtigste Frage. Was macht der Fuß? Wie geht's dir? Mir geht's soweit ganz gut. Bin natürlich noch nicht auf 100%, weil die 7 Wochen auf Krücken haben mich natürlich muskulär schon ziemlich weit zurückgeworfen. Habe jetzt trotzdem intensiv die letzten paar Wochen wirklich versucht, wieder aufzubauen und denke, bin jetzt mittlerweile so bei 80%. Aber das beeinflusst mich jetzt beim Motorradfahren nicht. Also ich habe es auch bei den ersten Tests gemerkt. Die Freiheit ist wieder da im Gelenk. Also ich hatte wirklich extreme Probleme, Einschränkungen im Sprunggelenk, Entzündungen drin, die einfach behoben werden mussten, weil ich sonst im normalen Leben später nach meiner Karriere einfach extreme Probleme bekommen würde. Und darum war das einfach der richtige Zeitpunkt, um das zu machen. Neues Material, Sutter Motorräder. 4 Sutter Motorräder insgesamt im Moto2-Feld 2017. Wie sind deine ersten Eindrücke und können es eventuell mit der Sutter jeweils mehr Podestplätze werden als zuletzt in den letzten beiden Jahren, wo dir das jeweils nur einmal gelungen ist? Also ich bin davon voll überzeugt. Natürlich sind wir noch ganz am Anfang. Wir hatten jetzt 5 Testtage. Aber im Großen und Ganzen, das Gefühl ist super. Das Motorrad liegt mir. Ich bin auch begeistert von den Jungs, wie die sich reinhängen, die von Sutter. Und auch mit meiner Technik-Crew, die auch komplett ausgewechselt wurde, von letztem Jahr auf diesem Jahr. Gerade mit meinem Chefmechaniker Alfred Willicke, der schon lange Jahre mit Sutter auch zusammengearbeitet hat, bin ich voll davon überzeugt, dass wir im ganzen Paket dieses Jahr erfolgreich sein werden. Was ist dein Saisonziel ganz konkret? Es gibt von mir kein Saisonziel oder Prognose. Ich habe in den Jahren, war ich immer kurz davor, erfolgreich zu sein und das, was ich mir vorgenommen habe, aber bin durch Verletzungen und teilweise auch technischen Probleme oft weit zurückgefallen. Darum möchte ich jetzt einfach gesund in die Saison starten, Spaß auf dem Motorrad haben und natürlich zählt die Konstanz, wirklich auch in den ersten paar Rennen gut reinkommen und wenn das klappt, dann wird auch die Saison gut. Und dann ist mal das erste Rennen in Katar. Wir drücken die Daumen, dass es endlich klappt mit dem ersten Sieg in der Moto2. Auf jeden Fall, danke. Ciao.